Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Sprechstunde. Die Power Rangers der Talk-Formate sind wieder für euch da. Und heute geht es um mein Thema mit Mike. Hallo. Cookie. Hallo. Vio. Hi. Und mit mir. Wir reden über Zeiteinteilung. Du bist Meister. Ich bin Meister. Also Zeiteinteilung, Zeitmanagement, weil ich habe mir gedacht, wir müssen jetzt mal ein Thema, oder ich würde gerne ein Thema nehmen. Wir sind da mal gefragt worden in den Kommentaren, wie teilt ihr euch die Zeit ein, wie überhaupt viel Zeit macht ihr für Vorzocker, wendet ihr für Vorzocker auf und sowas. Und ich beschäftige mich extrem mit Zeitmanagement momentan, weil ich unglaublich viel zu tun habe. Und dann, sagt der Typ, der halt original zu diesem Dreh zu spät gekommen ist. Das ist richtig. Das zeigt, wie viel ich zu tun habe. Oder wie lange du dir Gedanken über Zeitmanagement machst, statt Sachen wirklich einfach zu machen. Das stimmt. Ja. Es ist so bei mir. Jeden ist Tag bei mir zwei so, Stunden habe ich mir eingenommen, über mein Zeitmanagement nachzudenken. Und irgendwie kriege ich nicht den Rasen gemäht. Ist gutes Zeitmanagement. Ist gutes Zeitmanagement. Ich habe mir den Januar angeguckt und ich habe tatsächlich mit allem mit. Klar, wir machen es nicht hauptberuflich mit Job, Vorzocker, ich habe eine Band, mit Freundin, mit allem drum und drum, Familie, Events, Kram. Ich habe bis zur letzten Woche Januar fast stündlich jeden Tag durchgeplant. Ja. Und das ist so momentan in meinem Kopf, das steht vor mir wie ein Riesenberg irgendwie, dieses, wenn man so viel vor sich hat, wenn man so viel machen muss, wie manage ich das, dass alles irgendwie hinhaut, dass jeder seinen Teil bekommt, ne? Weil ich will dann Zeit mit der Freundin verbringen, mit der Familie vielleicht ab und zu, mit euch hier allen. Regelmäßig ins Kino gehen und die Karte auch. Man muss dann auch immer ins Kino gehen. Die Videospiele kommen irgendwann wieder, man glaubt es kaum, nach dem Winterschlaf. Sport? Nee. Ich dachte, ganz ehrlich, das beschäftigt mich momentan und ich dachte, wie sieht es bei euch aus, wie ist euer Zeitmanagement, kommt ihr gut hin, habt ihr zu viel Zeit? Oder, du hast ein Kind, wie sieht es aus? Ey, ganz ehrlich, Zeitmanagement ist mein größter Job eigentlich, schon immer, ich liebe Zeitmanagement, ich bin auch ein Mensch, ich hasse das, zu spät zu kommen. Ich kann das schon nicht leiden, wenn andere Leute zu spät kommen, aber wenn ich selber zu spät komme, dann hasse ich mich selber, dann geißel ich mich richtig und reg mich auf. Und das ist halt... So einer großen Sanduhr, so einer Peitsche hinten dran. Ja, genau. Also ich bin halt als Selbstständige, ne, selbst und ständig, man muss Zeitmanagement haben, weil sonst, du hast Deadlines im Job, du hast Deadlines für Vorzocker, du musst halt auch sowas wie Kind natürlich managen, weil, naja, der ist halt... Von alleine macht das nicht, ne? Nee, der steht halt nach der Kita hier quasi mit auf der Matte und bis der ins Bett geht, wird der bespaßt. Und in der Zeit kannst du nicht nochmal eben tausend andere Sachen, gerade mal so in den Haushalt schmeißen, der auch grob vernachlässigt wird, weil ich dieses Kind habe. Das ist aber, okay. Ja, das ist okay. Also ich habe tatsächlich einen sehr, sehr gut gepflegten Kalender, wo ich Sachen dann halt auch eiskalt eintrage, damit ich sie eben nicht irgendwie vergesse. Ey, das habe ich für mich auch gemerkt. Kalender kam erst in mein Leben, als meine Freundin mir vor einem Jahr oder so den Kalender für 2016 geschenkt hat. Vorher hatte analog auf Papier oder ja, was? Vorher hatte ich nie einen Kalender. Ich habe auch digital keinen geführt, weil ich immer dachte, Kalender, so zwei Tage bevor irgendwas Wichtiges ist. Da wird mir doch schon gesagt, Kevin, du denkst dann, dass übermorgen die Oma Geburtstag oder irgendwas. Und immer, ja. Irgendwann habe ich dann realisiert, verdammte Scheiße, du bist so froh, dass du diesen Kalender hast, wo ich tatsächlich händisch was sitzt eintrage. Wenn ich dich frage, ey Kevin, hast du dann Zeit? Na, Moment. Ganz ehrlich, das ist, inzwischen muss ich überlegen, ob ich einfach so ja sagen kann in so einem Moment, weil das einfach nicht, kann ich auch nicht. Oft nicht möglich ist. Und ich meine, allein mal so als Beispiel, wie lange wir jetzt gebraucht haben, um diesen Drehtermin zu finden. Ja. Weil immer irgendwas war, ich dann krank, du dann krank. Ja. Zwischendurch war Weihnachten und Neujahr. Ja, und Weihnachten und Neujahr hatte ich halt fest vor, mal irgendwie ein bisschen vom Gas zu gehen. Ne? So diese besinnlichen Tage, so ja, Pustekuchen. Heiligabend hier die Familie, zweiten Weihnachtstag mit Freunden traditionell gefeiert. Mhm. Dann hatte sich mein großer Bruder irgendwie für den 28. angekündigt und da hatten wir auch was vor. Dann ruft meine Tante an, ja, also wenn die kommen, können wir dann auch zwei Tage bei euch wohnen. So, wir würden dann am 27. morgens kommen. So. Morgens? Ja, auch. Ja nee. So, nee. Und dann nee, die ganzen Tage, also, und dann hatte ich halt echt so, okay, ab dem 30. hast du dann noch quasi echt nur über Neujahr diese vier Tage oder was das waren, wo du einfach mal nichts machen kannst, da bin ich krank geworden, habe Fieber weggelegt. Exakt das, ich wollte es gerade sagen, diese eine Woche zwischen Silvester und Weihnachten hatte ich auch frei und sowas alles und habe gedacht,
Und wir hatten Pause, wir hatten mit Vorzocker Pause und haben gesagt, ganz ehrlich, es war gar nichts zu tun. Richtig geil, du gehst dreimal ins Kino, du machst geile Sachen. Zack, zweiter Weihnachtstag. Ja. Ab dem Moment 4 Tage lang durchgehend Fieber, nur auf der Couch gelegen. Das und in dem Moment denkst du dir, ich hätte so viel Zeit, Schönes machen können. Das passiert immer, wenn du dem Körper anmeldest, boah, dann kann ich endlich loslassen. Ja, ja. Dann kommt das Wochenende von... Oh, zu Hause sitzen, essen ohne Ende, Weihnachten dann und so. Und dann sitzt du auf der Couch und fragst dich, oh, stehe ich heute noch auf oder nicht? Dann machst du es halt mal nicht, zack, am nächsten Tag bist du krank, weil du den Körper darauf eingestellt hast, weil er weiß ja, jetzt ist der Moment, ab jetzt habe ich frei. Und dann macht er, fährt runter, batsch, trifft dich das. So, und dann, bei mir nicht. Dann hast du nicht genug Stress vor. Ich hatte 4 wundervolle Tage. Du bist auch kein Vergleich. Du das hast gerade zu viel Zeit. Das ist richtig. Ja, wie ist denn bei dir? Das ist halt, als ich gedacht habe, muss Zeit ich das jetzt wirklich in die Kamera sagen? Du musst nichts sagen. Du kannst. Also ich habe gerade aufgrund diverser Umstände ganz, ganz viel Zeit. Ich habe gedacht, als wenn ich das Thema Zeitmanagement in die Runde schmeiße, bin ich sehr gespannt, was der Cookie sagt. Ich bin jemand, ich nehme mir was für morgen vor und mache es dann in einer Woche. Okay. Aber das ist ja auch okay, weil du weißt ja, wenn du dich auf dich selbst verlassen kannst mit so einer Aussage. Also es kommt immer darauf an, was es ist. Aber wenn es wirklich was ist, was nicht so wichtig ist, was ich mir selber vornehme und ich sage, okay, morgen fange ich das an, dann mache ich das nicht. Ich mache das nicht. Ich verpenne dann oder so und dann mache ich das vielleicht eine Woche später. Und wenn ich das in den Kalender reinschreibe, dann mache ich das irgendwie. Ich muss euch sagen, wir haben vor 2 Tagen ein großes, langes Meeting gehabt, wo wir besprochen haben, wie geht 2017 mit Vorzocker weiter. Das war geil. Und das hat auch sechs Wochen gedauert zu finden, den Termin. Das stimmt. Ja. Für eine Stunde. Ja. Der Satz von diesem jungen Herrn ist gefallen, als es darum ging, man kann ja mal Facebook-Posts auch mal vormittags machen. Cookie, vormittags, da kann ich nicht posten, da schlafe ich noch. Das ist original so passiert. Das war aber nur so gesagt. Das war die Wahrheit und so gesagt. Ist doch nämlich was beides. Du hast gesagt, du bist um 13 Uhr erst aufgestanden. An dem Tag. Davor bestimmt auch schon mal um 11 Uhr. Nee, meine Güte, das ist ja okay. Dann hast du jetzt also ich muss ganz ehrlich sagen. Machen wir auch. So. Haben wir auch mal gemacht. Wenn der Einsatz anfängt, dann redet er den zu Ende, egal ob du anfängst. Das war auch ein Community Corner Special, ganz furchtbar. Nee, jetzt noch nicht. Ah, immer noch nicht. Ich liebe dich. Aber manchmal nervt. Ich schlafe genauso viel, wie wenn ich arbeiten gehe, nur bin ich jetzt. Wenn man nicht aufstehen muss, dann schläft man länger und dann verschiebt sich das. Ich bin jetzt standardmäßig, werde erst um 2-3 Uhr nachts müde und penne dann halt so bis. Das ist der Grund, warum ich mit dem Studieren nicht zurechtkam. Weil ich kann das Zeitmanagement nicht, wenn ich nicht tatsächlich entweder von mir selber, weil ich so viel Bock darauf habe, was passiert, gezwungen werde oder durch einen äußeren Umstand gezwungen werde. Wenn ich merke, du hast nicht so ganz Lust drauf und ob du jetzt bei der Vorlesung sitzt oder nicht, das merkt ja auch keiner, dann verstehst du, was ich meine? Und das ist genau in dem Moment funktioniert mein Zeitmanagement überhaupt nicht. Aber die Kunst ist dann ja, ich habe ja auch studiert, genau rauszufinden, welche Vorlesungen sind wirklich relevant und die solltest du mitnehmen und welche sind halt echt was, wo du nur, die Dinger, die du so in zwei, drei Wochen vor der Klausur die selber noch irgendwie reinprügeln kannst, weil das nicht ganz so wichtig ist. Ja, aber wir hatten so eine Gruppe, so, wo du dann halt so Teilnahmescheine hast, wo du halt einfach immer nur abgehakt wirst, dass du da warst, du hast keinen Test und nichts, wo du dann halt für 5 Leute auf der Liste und mit unterschrieben hast und am nächsten Tag waren die anderen dran, so, und jetzt, ach, scheißegal. Ich muss sagen, komischerweise, wenn ich normal arbeiten gehe, 40 Stunden die Woche, habe ich auch abends und am Wochenende ein viel besseres Zeitmanagement. Das heißt, je enger die Zeit wird, desto wichtiger wird das ja generell. Ne? Ich meine, wenn du jetzt keine wichtige Deadline hast, dann ich bin auch ein Mensch, ich brauche manchmal so den Druck, auch auf der Arbeit, wenn ich 2 Monate Zeit habe für irgendeine Präsentation oder sowas, dann mache ich mir zwar schon Gedanken, aber ist ja okay, habe ich ja noch Zeit für, ich mache jetzt erstmal was Wichtigeres oder was nicht vielleicht Wichtigeres, aber das ich mache das jetzt einfach. Und wenn dann so 2 Wochen vorher, so eine Woche vorher, komme ich dann so richtig in Stress, aber dann kann ich auch besser arbeiten. Also, ja, aber genau das ist das, was ich nicht leiden kann und deswegen ist mein Zeitmanagement immer so optimiert, dass ich schon immer einen Puffer mit einrechne. Also wenn ich sage, ich habe nächste Woche Mittwoch die Deadline, dann ist diese Woche Mittwoch das Ding fertig. Und ich habe immer einen Vorlauf, es kann immer was passieren. Gerade jetzt ist mir beruflich ein Dreh morgen um die Ohren geflogen, wo ich halt wirklich irgendwie Zeit hin und her schieben muss. Und das schaffst du einfach nicht, wenn immer alles auf Kante geschneidert ist. Ja, okay. Das heißt, ich habe immer einen mehrtägigen Vorlauf bei all meinen Sachen, damit ich immer einen Puffer habe. Das funktioniert genauso privat bei mir. Also ich bin halt wirklich 2 Stunden vor Abflug bei einem Langstreckenflug am Flughafen und nicht erst eine halbe Stunde vor Boarding. Einfach, weil immer irgendeine Scheiße passieren kann. Wenn ich ein Meeting habe, wenn ich einen beruflichen Termin habe, ich bin immer eine halbe Stunde vorher da. Okay, bei so wichtigen Sachen mache ich das aber auch.
Nee, ich mache es eigentlich grundsätzlich, damit eben kein Stau mich rein. Also was mir vor allem in letzter Zeit oft auffällt, und man kann ja mal kurz erzählen, wir nehmen den Newscast ja auch immer abends auf. Mhm. Und wir nehmen den abends auf so um 8, halb 9, je nachdem, ob Chris ein Update machen muss oder nicht, mit seinem Rechner. Und es ist, Mann, der für Computerhersteller ja, arbeitet, hat genau. Ein Notebook und macht dann einmal die Woche auf und dann, oh, Windows-Update, Christian. Zweimal passiert, dass ihr Newscast ohne Chris hören musstet, weil er vor einem updatenden Rechner saß, 4 Stunden. So, und das dauert natürlich auch ein bisschen. Und ich fange dann schon an und mache das oft, weil oft abends noch Dinge passieren. Klar, weil nach der Arbeit, vor Soccer passiert dann noch oder sonst irgendwas, wo ich schon abends denke, okay, wenn wir den Newscast machen um so und so viel Uhr, wir nehmen eine Stunde auf, Maximum. Danach verarbeite ich den sofort, bearbeite den sofort so und so. Dann habe ich, wenn ich dann um 11 Uhr fertig bin, wenn ich ein bisschen später ins Bett gehe, noch Zeit mit meiner Freundin vielleicht 2 Folgen von irgendwas zu gucken, ein bisschen Zeit zu verbringen, nochmal das Spiel A oder Spiel B reinzuwerfen, um nochmal genau so lange mir die Zeit nehmen zu können, das zu spielen. Ja. Das ist so, das geht gar nicht anders irgendwie bei mir in letzter Zeit. Deswegen, ich werde zu diesem Zeitmanagement viel mehr gezwungen, ja, als dass ich freiwillig sage, ich stelle mir jetzt wirklich mal einen Plan im Kopf, wie mache ich A, B, C oder so. Aber du hast noch nicht gesagt, ich habe eben gefragt, wie ist denn bei dir? Du hast viel um die Ohren, weiß ich auch. Ja, also ich mache viel mehr, als ich eigentlich machen könnte tatsächlich. Hm. Manchmal frage ich mich, wie das überhaupt alles funktioniert. Und wenige Sachen musste ich in letzter Zeit absagen. Also 2016 gesprochen jetzt, 2017 kann man auch noch keine Prognose treffen. Aber 2016 war mein absolut vollstes Jahr mit allem, was ich gemacht habe. Das war irgendwie, alles hat sich zugespitzt, alles wurde irgendwie größer, besser, neuer, neu aufgesetzt und keine Ahnung was. Hier bei Kevins Album habe ich das Design gemacht und Marketing und Trailer und Seiten und was weiß ich nicht was alles. Halt auch irgendwie als One-Man. Kann man an dieser Stelle bestimmt auch wunderbar mal einblenden. Natürlich, klar. ja, Zukunfts-Mike in die Bauchwände. Und ja, ich habe die Macht. So, da haben wir was gemacht und das war auch echt nicht wenig und da war der Zeitraum auch sehr kurz von, okay, das Album ist jetzt musikalisch fertig oder wir wissen, dass wir es zum Rheinrock Open Air Festival, wo ihr dann euer Release hattet, was ich auch mit organisiere, wo ich Hauptverantwortlicher für Marketing und Werbung bin, das auch noch ehrenamtlich so. Diese Sachen spitzen sich alle zu und zwar alle auf diesen Festivaltermin mit dem Album-Release, wo die Trailer vorne kommen mussten und was weiß ich nicht was alles und wir sind bezockt irgendwie, hatten einen kleinen Schwung, Abonnentenstoß so und haben ein paar Formate umgeschmissen, Sachen, Trailer, Intros gekürzt und also gedönst und was weiß ich nicht was alles, irgendwie alles gleichzeitig. Das war heftig, 2016 war richtig heftig und ja, ich habe in der Mitte irgendwann gesagt, es reicht. Also, ich will das alles machen und ja, ich will das alles eigentlich auch noch viel mehr machen. Aber genau dazu gehört doch zu Zeitmanagement auch mal Nein zu sagen. Ja, das ist aber schwer. Ich finde das schwer. Das lerne ich seit Jahren und es funktioniert immer noch nicht so, wie ich es mir eigentlich wünsche. Aber ich habe auch schon, ich bin ja nebenbei auch noch mit einem Kleingewerbe so dabei, also mache auch noch ein paar externe Sachen. Hier für Ubisoft, wo über dich so ein paar Banner für Gamescom und sowas, ist ja kein Geheimnis. Da kommen dann auch noch mal kleinere Jobs rein, die dann aus kleiner mal, wir brauchen morgen 1000 T-Shirts und dann, ja, tut mir leid, für Rheinrock e.V. kann ich jetzt halt kein Facebook-Titelbild fürs Event machen, das geht dann halt übermorgen online, weil ich den ganzen Quatsch auch noch machen muss, weil jetzt brauchen wir so 1000 Shirts so, und dann muss es halt funktionieren. Bei mir ist es auch so, wenn was jobmäßig reinkommt, also ich habe ja so meine regulären Tasks so, ne, und wenn dann was reinkommt, was oben drauf kommt, wo ich halt auch nicht Nein sagen kann und will, dann ist das immer dann, okay, abends oder am Wochenende arbeiten, weil die Woche, die reguläre Woche, die ist dicht. Also ich habe die erste Hälfte 2016, ich bin in der Werbeagentur angestellt und da auch nahezu Vollzeit, also eigentlich auch mehr als Vollzeit, keine Pausen, immer 1 Stunde bis 2 Überstunden, plus mindestens 1,5 Stunden Fahrt hin und zurück jeweils. Mein Tag ist voll. Also wenn ich um 8 Uhr abends zu Hause reinkomme und die Jacke aufhänge, war es normales Zeit, so, ne? Habe ich normal Feierabend gemacht. Und dann gehe ich an den Rechner und esse vielleicht was. Und dann ist Kevin schon irgendwie im Chat, weil wir entweder über hier sprechen oder über die Bandcam sprechen oder über ein paar andere Sachen sprechen, die wir sonst auch noch so ein bisschen nebenbei machen. Und die E-Mail-Postfächer sind alle voll, egal welche. Und nebenbei schreibt meine Freundin, sehen wir uns heute noch? Oder so, also wirklich, die erste 2016 war ich von der Arbeit bis im Schnitt nachts um 2:30 am Rechner beschäftigt. Und habe dann gesagt, jetzt hast du noch 4 Stunden.
Wenn du sofort einschlafen würdest, was natürlich nicht. Okay. So, natürlich nicht. Die Rechnung geht nie auf. Natürlich nicht. Vor allem, wenn du es halt weißt, ja, dann habe ich jetzt noch, ja gut, jetzt noch 3,5 Stunden. Ah, jetzt habe ich noch 2,5 Stunden. Genau. Okay, jetzt. Und das hier so. Oder nicht? Komm, wir gehen mal alle TV-Serien der 80er durch. Ja, genau. Drrr. Wirklich, so, Nummer 5 lebt, Input. Und plötzlich ist 5 Uhr und Nintendo präsentiert die Switch. Ja, genau. Was ist das für ein Live, Mike? Das war wirklich hart. Da hat meine Freundin auch zu mir gesagt, das kannst du nicht, das schaffst du nicht mehr. Wenn du so bis 2016 durchziehst, die zweite Hälfte, dann kippst du um. Und wenn du umkippst, dann ist echt die letzte Handbremse zu ziehen. Weil Schlaganfall, Burnout, Kreislauf zusammen, was weiß ich, passiert alles. Also unter 30 ist aktuell... Ich weiß auch noch, was wir hatten Mitte 2016 auch mal ein Gespräch, wo es auch genau darum ging, um die Zeiteinteilung, um... wo auch ganz ernsthaft kam, irgendwie, ey, so kann ich das nicht mehr weitermachen. Und dann kommen wir Mitte 2016 und sagen, ey, lass mal Fusion machen. Lass mal Vorzeuge zusammen. Und in meinem Kopf so, ja klar, voll geil, aber... Das war ein Schlag ins Gesicht. Schöner, sehr, sehr schöner. Ich will das ja auch alles, ne? Ich vergesse das auch manchmal. Ja. Ich bin dann auch manchmal so... Natürlich. Ja, dann macht der Mike dann noch irgendwie. Ich mach das ja dann auch alles. Ich will das ja auch alles machen. Ja, aber auch hier in unserer Skype-Redaktionskonferenz hier vor 2 Tagen, ey, was wir da an Ideen ausgepackt haben, Leute. Ja, dies können wir noch machen, das können wir noch machen. Und bei mir im Kopf immer nur so... Wann, ich weiß. Ich habe auch schon, da haben wir dann über ein, müssen wir jetzt nicht nennen, weil... Format-Konzept. Wir haben über ein Konzept gesprochen und ich sehe mich schon jeden Samstag, den gesamten Tag und abends so, ja, also eigentlich ist das gar nicht anders möglich. Also, aber... Am Beispiel von der aktuellen Woche jetzt, von Dienstag. Nein, Mittwoch. Es ist jetzt heute Mittwochabend. In echt. So, in echt. Jetzt, in echt. Also aktuell. Ach so. Was? Aktuell. Wir drehen das gar nicht eine Stunde bevor es online geht? Was ist das denn? Nee, leider nicht. Skillbox ist abgesetzt. Gott sei Dank nicht. Jetzt ist Mittwoch und wir drehen jetzt hier so und direkt von der Arbeit aus quasi hier hingekommen. Gestern habe ich mit dem Cookie und mit dem Ibe, der unser Audiomann ist, im Studio für Samstag den Livestream alles vorbereitet. Da haben wir uns auch getroffen. Viertel nach 7 warst du da. Um 1 Uhr lag ich im Bett mit meiner Freundin, habe gepennt, die schon geschlafen hat. Wir haben bis 12 Uhr da geackert, also durchgehend. Wir hatten nur gedacht, oh, Pizza zwischendurch, gecancelt. Ich habe nichts gegessen. Ich esse doch so gerne Pizza. Und Montagabend war direkt von der Arbeit nach Hause, schnell irgendwie den Gesprächsleit fahren für das Skype-Meeting, was auch 2 Stunden gedauert hat. Und dann war auch schon wieder 21:30. Ja. Und dann war noch ein bisschen das nachgearbeitet. Das ist der Moment, wo diese Woche ist komplett voll mit Vorzocker. Ich mache nichts anderes. Wenn ich gleich nach Hause fahre, gehe ich wieder ins Studio und werde noch ein paar Kamerasachen ausprobieren. Und dann werde ich anfangen, Szenen zu programmieren. Morgen Abend mache ich das Gleiche und werde Grafiken vorbereiten und noch ein paar Teaser basteln und so Gedöns. Und dann ist morgen Abend auch schon voll. Und deswegen ist es bei mir. Und dann ist auch schon Freitag. Dann kommt ihr wieder von Nintendo aus Frankfurt. Und dann muss das Material ja auch irgendwer verarbeiten und für Samstag den Livestream irgendwie zusammenbodeln. Und ein Video muss auch noch kommen. Ich mache die Woche nichts anderes. Von Montag bis einschließlich Sonntagabend ist komplett Vorzocker. Den ganzen Tag voll. Was mich halt im Moment bei mir total abfuckt, ist, dass ich keine Zeit für Sport habe. Der einzige Tag, wo ich mir wirklich mal so 1-2 Stunden nehme, ist halt der Sonntag. Und der fällt auch oft genug aus, weil... Dann bist du krank, dann ist doch irgendwas... Wir sind im selben Fitnessstudio angemeldet. Wir haben uns noch nie gesehen, weil wir nie da sind. Ich kann sagen, seht ihr euch auch? Ja. Ich bin immer genau dann da, wenn du krank bist. Genau. Und andersrum auch. Es ist halt so, ey, man fühlt sich, ich fühle mich auch total unfit. Ja? Also ich habe jetzt halt auch endlich mal wieder den nächsten Surfurlaub für viel später im Jahr. Ich habe wirklich noch viel Zeit. Aber das ist jetzt so für mich die Zielmarke. Weil wenn ich bis dahin nicht fit bin, dann saufe ich ab wie ein Pudel bei der nächsten Welle. Und überhaupt das Rauspaddeln, das werde ich einfach überhaupt nicht hinkriegen. Und das ist halt, ich meine, der Tag ist halt komplett durchgetaktet. Und wann willst du da noch Sport einschieben? Und ich bin nicht der Mensch, der voll Bock drauf hat, abends um 11 noch eine Runde joggen zu gehen. Weil das kann ich nicht. Ich kann wirklich nur Sport machen, wenn ich den Kopf dafür frei habe. Und nicht noch 10 To-Dos, die eigentlich auch noch erledigt werden müssen. Und so, ne? Weil dann ist der Schweinehund auch zu groß. Ja. Was mich, das Gefühl ist echt scheiße, wenn man sich so unfit fühlt. Ich kenne das auch. Ich hab während meines Abiturs hatte ich Sportleistungskurs. Bin 4-mal die Woche im Fitnessstudio gewesen. Hatte 8 Stunden Sport in der Schule. Und habe nebenbei noch ein paar andere Sachen gemacht. Dann habe ich irgendwann angefangen zu arbeiten. Und seitdem bin ich nur noch am Essen und ich fühle mich auch schon seit mindestens 2 Jahren. Ich wollte gerade fragen, was mich wirklich noch interessiert, bevor gleich das böse Handy wieder klingelt und wir Schluss machen müssen. Wie, meine ich jetzt ernst, wie sieht denn dein Tag so aus? Also wie sieht denn Cookies Tag aus? Soll ich mal erstmal sagen, wie ich mir das vorstelle und dann wie du?
Ich stelle mir das vor, dass du ohne Wecker irgendwann aufstehst, um. Du möchtest gerne um 11 aufstehen. Wie er schon liegt! Aber es wird meistens halb zwischen 12 und halb 2. 12 und 1. Ja. Und dann stehst du auf und dann geht es mal so: oh, vielleicht erstmal was essen oder so. Dann geht er an den Kühlschrank und guckt, ob die Pizza von gestern zuallererst, da ist. Dann mache ich mir hier noch eine One Piece Folge an, weil die gucke ich gerade alle. Aber erstmal die ersten 25 Minuten wach werden, lang gehen. Bist du ein lange im Bett liegen Bleiber? Ja, okay. Bist du ein täglich Duscher? Mhm. Aber du duschst nicht morgens. Ich wollte gerade sagen. Ich so erst eine Stunde kacken. So halb 12 nachts duschen, weil es gerade noch warmes Wasser da. Ich stelle mir dich vor, als jemand, der, wenn du dir deine One Piece Folge anmachst, dann verlierst du dich da ein bisschen zu sehr drin. Dann kommt vielleicht noch eine. Und eventuell kommt noch eine. Und dann ist auch schon viel. Ich kenne dich. Komm, einmal hier. Das war gar nicht so schlecht. Und irgendwann ist plötzlich 4. Mhm. Ne? Und dann denkst du, scheiße, Alter, ich wollte heute XYZ machen. Ja, ne? Ich habe ein bisschen Hunger, aber auch. Und dann kalkulierst du schon, was schaffe ich davon eventuell noch, wenn ich jetzt gleich anfangen würde. Zum Beispiel, kann passieren. Mhm. Und irgendwann ist plötzlich abends und eventuell hast du dann kurz den Rechner angemacht und spielst noch irgendwas oder bestellst dir eine Pizza oder so. Und jetzt, wie es wirklich ist. Ja. Okay, Ende. Sehr gut. Also ich muss zu meiner Verteidigung, es war tatsächlich... Ich sag's, ich bin kurz vor Weihnachten arbeitslos geworden, deswegen habe ich gerade so viel Zeit, ich sag's jetzt einfach. Ist scheiße, kann jedem passieren. Aber nein, es ist vollkommen in Ordnung. Ihr könntet das, was ihr in den letzten paar Monaten mit mir macht, nicht machen, wenn ich das nicht... Ich würde da schon was gegen sagen, okay. So, wenn mich das stören würde. Alles gut. Es war tatsächlich so, wie du gesagt hast, jetzt bis letzte Woche, also bis Sonntag einschließlich, bis Montag einschließlich noch so. Und dann habe ich jetzt, man muss halt Amtscheiße machen. Ich habe jetzt auch wieder meine Bewerbungsunterlagen geupdatet. Also ich bin jetzt... stehe jetzt wieder früher auf. Aber diesen Tag, den du beschrieben hast, hatte ich letzte Woche von Montag bis Sonntag ungefähr. Ich kann also das auch so machen. Ich meine, ich bin jeden Morgen spätestens um 8 Uhr wach. Ich kann nicht jeden Morgen anrufen. Nee. Aber nachdem wir das vorgestern Abend im Skype-Call-Meeting hatten, habe ich auch überlegt, so gestern so 5 nach 6. Also pass auf. Machst du direkt einen Facebook-Messenger-Call oder so irgendwas, was klingelt, was er nicht ausgestellt hat? Wir machen jetzt den Realitätscheck. Ja, also ja. Ich nehme mir vor, ich gehe nachts, lege mich so um 1 Uhr, lege ich mich ins Bett und gucke noch 1, 2, 3 Folgen One Piece. Vielleicht auch länger und dann so lange, bis ich müde werde, weil ich konnte die ganze Zeit ausschlafen, man wird spät. Ich stelle mir den Wecker auf 11 Uhr und denke so, ja okay, morgen stehst du um 11 Uhr auf, da machst du dann Bewerbungsschlüssel und so und dann kannst du dann wieder ein bisschen entspannt so. Wache ich auf, gucke erstmal aufs Handy, antworte erstmal auf die ganzen WhatsApp-Nachrichten von den arbeitenden Leuten, die schon irgendwas geschrieben haben. Seit 8. Ja. Antworte, gibt da kurz da drücke ich noch kurz auf die Knöpfchen bei Kevin in der Gruppe, mit der ich mit den unseren alten Arbeitskollegen bin, damit er sich aufregt. Dann browse ich ein bisschen Nineback. Dann mache ich mir eine Folge One Piece an, bevor ich aufstehe. Meistens werden dann aber so 2 bis 3. Manchmal auch mehr. Dann stehe ich auf, mache mir einen Tee. Mach mir Toast zum Frühstück, leg mich wieder ins Bett, guck noch ein paar Folgen. Und dann setze ich mich an den Rechner und will dann eigentlich so um 16, 17 Uhr dann okay. Ja, aber dann ist der Facebook-Feed ja auch schon wieder so, dass man lange durchscrollen kann, weil genau, dann ist ja wieder passiert. Dann ist dann irgendjemand, mein Steam geht automatisch mit an. Dann ist er so, hey Cookie, schön, dass du wach bist. Wollen wir mal eine Runde? Ich habe schon gearbeitet, dann ist Feierabend. Wollen wir eine Runde Dota spielen? Ich so, ja, eigentlich wollte ich jetzt was machen, komm eine Runde. Alles klar, spielen wir 3 Runden, 4. Und dann ist er jetzt eigentlich zu spät, da lege ich mich wieder ins Bett und gucke One Piece. Das war eine Woche lang. Aber soll ich sagen, jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, dass an alle da draußen, ich glaube es auch an uns, du vielleicht nicht, Vio, ich weiß nicht. Ich hatte definitiv auch diese Zeit. Ja, natürlich. Und das war vor allen Dingen die Zeit zwischen Schule und was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben. Genau. Weil genau das ist die Zeit von, weiß ich jetzt auch nicht, aber ja, deswegen, hier läuft gerade das und das. Deswegen kann ich das auch so gut. Ich dachte, ich habe auch arbeitende Freunde, die nach der Schule direkt Ausbildung gemacht haben, direkt angefangen haben weiterzuarbeiten. Die hatten gar nicht so eine große Lücke wie zwischen Studium oder verschiedenen Sachen, die man ausprobieren möchte. Und die sagen, ich kann am Wochenende auch nicht mehr lange pennen. Wenn ich um 2 Uhr ins Bett gehe, ich bin um 8 wach. Ich habe da gar kein Problem. Also ich habe das noch so nie. Ich penne wirklich, wenn ich Freitagabend irgendwie mit ein paar Freunden was trinken gehe, ich bin um 3, 4 Uhr im Bett oder sowas. Und je nachdem, was wir gemacht haben, dann penne ich wirklich bis nachmittags. Ist gar kein Problem. Und dann, ich ohne Kind auch gemacht. Ja. Aber das ist auch, ich muss auch sagen, das ist schön. Ich habe jetzt hier
fast 3 Jahre durchgearbeitet. Da waren noch so 1-2 Monate dazwischen, wo ich dann aber halt wirklich die ganze Zeit auch Sachen zu tun hatte. Und jetzt das erste Mal quasi wieder, ich muss zwar so ein paar Sachen machen, aber so viel Freizeit habe. Und dann lässt man sich erstmal ein bisschen gehen, wenn man denkt, okay, der Urlaub ist nie so entspannt wie, du hast trotzdem noch Sachen im Kopf. Du hast die ganze Zeit vorher gearbeitet, nicht so viel Zeit gehabt, dann nimmst du dir ein paar Sachen vor, die du dann erstmal machst. Und dann, das kam jetzt gerade so zur Weihnachtszeit, wo ihr gesagt habt, alles durchgeplant. Ich hatte auch viel Family und sowas zu tun. Und dann hatte ich dann diese 4 Tage, die besagt, wo ich nicht krank war. Und dann, da fing das dann so an. Da hatte ich so diesen Trott, ich habe dann nichts zu tun gehabt. Ich dachte, okay, Bewerbung schreiben lohnt sich jetzt eh nicht. Ich wollte dann ab dem 2. Januar damit anfangen, dann ist es aber die ganze Woche noch. Ja, das ist dieses, wenn du keinen Druck, wenn du nicht so den Druck dann noch verspürst. Ja. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir sind bei -4. Oh, es hätte klingeln können. Ah, ja. Egal. Ach so. Ja. Dann moderieren wir jetzt ab. Wahrscheinlich seid ihr die letzten 2 bis 3 Minuten nicht ganz drauf. Aber ich glaube, deine Ansprache ist noch drauf. Aber kriegen wir hin. Ja. Egal. Versendet sich, haben wir bei Giga immer gesagt. Weißt du was, du hast den ganzen Tag nichts zu tun und das hast du auch falsch gemacht. Das hat er nicht gesagt. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Das habt ihr nie gehört. Ja gut, dann jetzt der übliche Aufruf an euch, ne? Genau. Schickt uns Fotos von euren Kalendern. Eigentlich habe ich auf eurer Seite genau die richtigen stehen. Sitzen. Sieht euer Tag eher so aus wie Cookies oder eher so aus wie Mais? Das ist natürlich, oder irgendwo in der goldenen Mitte natürlich. Genau. Es war schön, mit euch darüber zu reden. Ich glaube, das ist ein Thema, was eigentlich jeden Menschen betrifft. Mhm. Die manche mehr und manche weniger. Ja. Schön. So, nächste Woche bin ich dran. Oh, oh. Mhm. Ihr habt jetzt noch schnell 20 Sekunden Zeit, um unten das letzte Thema von Sepp anzuklicken. Von der Sprechstunde hat er darüber gesprochen, auf welchen Sinn wir verzichten können. War, fand ich, sehr interessant. Und natürlich unser fulminanter Bericht, als wir bei Nintendo waren. Fulminant. Fulminant. Das muss ich googeln, Sekunde.